Servus, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Backpacker Wilderness Outdoor. Heute ziemlich geiler Beitrag. Ich sage gleich vorweg, ich versuche es sehr kurz zu halten, weil das ein Beitrag ist, wo mich persönlich wahnsinnig interessiert. Und ich denke, dass sehr viele da draußen das auch interessiert. Und da versuche ich einfach einen kurzen, knackigen Beitrag zu bringen und einfach euren Erfahrungswert weiterzugeben an euch. Und dann könnt ihr selber entscheiden, wo es euch kauft einmal oder auch nicht. Und zwar, seht ihr es im Hintergrund, jetzt stehen zwei Rucksäcke. Diese zwei sind, ja, ich habe ein paar, aber die zwei sind wirklich sehr, sehr häufig in Gebrauch bei mir. Und sind Rucksäcke, wo ich sage, okay, das sind Rucksäcke. Die kann man brauchen für Outdoor, für Bushcraft, für die Jagd. Keine Ahnung. Man kann es echt gut brauchen. Habe ich sehr tolle Erfahrungen sammeln können, sehr zuverlässige Erfahrungen quasi von dem Produkt her. Und das mag ich euch heute ein bisschen näher bringen. Hier stehen also diese beiden Rucksäcke, die ich heute vorstellen mag. Und zwar einmal hier Berghaus Centurio 3 und einmal Savota Jäger M. Was ist jetzt so besonders an diese Rucksäcke? Das kann ich euch sagen, es sind einfach die ultimativen Rucksäcke für mich. Ich habe fast alle aus der Savota Linie mittlerweile, die gebe ich ja nie wieder her. Bin ich sehr zufrieden, habe schon viele, viele Jahre und haben mir dann später mal diesen Berghaus geholt zum Testen, weil ich einfach weiß, von vielen Bekannten her aus dem militärischen Bereich, wo er nutzend, dass er sehr gut sein muss. Habe mich da überzeugen lassen und muss sagen, toller Rucksack, mega. Ja, jetzt werden wir uns die ganz kurz einmal anschauen. Ich werde euch sehen, hinstellen, dass ihr es ein bisschen anschauen könnt. Dann packen wir was ein und packen wir was aus. Wir machen quasi ein Load in und ein Load out. Dass man auch sieht, was wirklich reingeht. Das ist wichtig, das ist reiner Anwendervideo. Also das ist jetzt kein Video, wo ich das Produkt sehr genau vorstelle, sondern einfach mein Eindruck zu dem Ganzen. Ganz kurze Eckdaten jetzt zu diesen zwei Typen hier. Und zwar haben beide aus einem 1000er Cordura, 1000D, die Webung. Das ist schon mal sehr gut. Der Berghaus tritt an mit 30 Litern Volumen und der Savota mit 22 erweiterbar plus 6 Liter. Also haben sie relativ gleich auf vom Fassungsvermögen her. Und es reicht leicht für eine Tagestour. Oder auch länger. Ist kein Problem. Im Winter wird es ein bisschen enger. Da habe ich dann meinen Grenzjäger L oder die Schwerlastkraxen von Savota. Die liegen da unten. Die will ich auch noch mal vorstellen irgendwann. Aber diese Typen hier sind eigentlich so die gängigsten, wo man wirklich häufig ja, brauchen kann. Die kann man für alles hernehmen. Übrigens in der Videobeschreibung ist alles verlinkt, was ich in dem Video nutze. So mache ich das eigentlich immer meine Videos. Nur unten in der Infobox eine Videobeschreibung, da findest du die ganzen Links dazu. Sind Affiliate-Links, sage ich dazu. Wer bestellt, kriegt eine kleine Provision damit. Okay, diese Rucksacktypen sind beide in Oliv gehalten. Eine sehr schöne Farbe. Ich habe sie ja mittlerweile schon in Braun. Die kann ich euch dann auch mal zeigen. Das muss ich mir anschauen. Und kleine Verbesserungen beim neuen Modell. Aber im Großen und Ganzen sind die sehr simpel aufgebaut. Das Avatar ist absolut simpel. Und dieser hier ist mehr taktisch. Taktisch kann man jetzt auch nicht sagen. Er ist ja multifunktionaler von den Einstellmöglichkeiten. Werden wir uns auch ganz kurz anschauen. Aber ich versuche das Video echt kurz zu halten. Und was kann ich jetzt sagen? Es sind beide Frontloader. Also man kann von oben rein. Man kann aber auch hier zum Beispiel das Fach vorne, den Body aufmachen. Das ist genial. Schauen wir uns an. So ein ähnliches System hat der Savota an der Seite, an der linken Seite, Außenseite einen Reißverschluss. Wir schauen es uns nachher an. Da ist es so, dass das nicht so 100% ausgereift ist. Wäre cool, wenn dieses System hier vorhanden wäre. Beide Rucksäcke habe ich wirklich schon sehr lange getestet, war schon viele hunderte Kilometer damit unterwegs, aber bereits tausende. Und kann da auch ein bisschen was sagen dazu. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hinten an, wie ich nachher, wenn ich den Rucksack raufnehme, werden wir uns das kurz einmal anschauen. Beim Savota ist das total simpel gehalten, spricht mich persönlich total an. Hier beim Berghaus ist das Ganze wirklich
fein einstellbar. Also der hat sehr viele Einstellmöglichkeiten von den Trageriemen her, von der Lastenverteilungsgurte, vom Beckengurt. Also man kann das wirklich tipptopp einstellen. Es sind beide erweiterbar, die Rucksäcke. Falls ich sagen, 30 Liter reichen wir nicht. Sie mögen vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen mal. Ist bei beiden kein Problem. Hier gibt es das System MMPS, glaube ich heißt das, steht auch hier oben. Multi-Mission Pack System, glaube ich, heißt das. Schlagt es mir da, ich weiß es nicht. Alles weiß ich nicht auswendig, aber ich glaube, das heißt so. Sprich, man kann hier an einem vorhandenen Reißverschluss, der eingenäht ist, am Rucksack, kann man Erweiterungstaschen dran tun. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber überhaupt kein Problem, weil dieser Rucksack wirklich mit Maule voll ist. Sprich, man kann überall was dran. Dafür ist das Maule auch da. Beide haben sehr viel Maule, sieht man, überall im Frontbereich, an der Seite. Tipptopp. Sehr, sehr gut. Auch hier am Tragegurt ist hier beim Berghaus nicht. Und oben sieht man es jetzt auch, beim Savotta ist am Deckel oben mehr Molle eingearbeitet wie beim Berghaus. Wäre nicht schlecht, wenn hier noch eine Spur wäre, eine Linie, aber es ist auch ausreichend. Beide Rucksäcke haben ziemlich identische Größe, wie man sagt, und sind sehr schmal gehalten. Der Savotta noch ein bisschen mehr wie der Berghaus. Aber natürlich, wenn man packt, geht dann ein bisschen auf Zeiten. Man kann dann hier mit diesem Gurte quasi Zugurte alles packen quasi und zwar komprimieren. Das ist cool. Und beim Savotta, wie gesagt, der ist ein bisschen schmäler. Das spricht mich total an, weil ich natürlich sehr viel im Waldgebiet unterwegs bin und somit, wenn ich irgendwo durchgehe, weiß ich, Schulterbreite, gehe ich durch und mit dem Rucksack auch. Weil sonst bleibt man ja immer wieder hängen. Wer kennt es nicht? Es ist nervig. Aber das ist bei denen nicht so der Fall. Die Rucksäcke haben oben hier einen Tragegriff, beide. Ist für mich sehr wichtig zum Aufhängen, zum Rumtragen, zum Transportieren. Ist das wirklich gut? Die sind ordentlich vernäht. Wir sprechen hier von zwei Produkten, wo qualitativ gleich auf sind. Da würde ich mal sagen, vielleicht auch noch ein bisschen die Nase vorn, von meiner Empfindung her, meine persönliche Meinung. Und es sind hochwertige Rucksäcke, wirklich sehr hochwertige Rucksäcke. Ist natürlich auch hier Trinkblasenausgang und so, aber das will ich jetzt hier nicht alles ganz genau ansprechen und hier ein Review draus machen, sondern jetzt einfach einmal hier eine Ausrüstung herlegen, dass es auch seht, wenn ich eine Tagestour mache, sprich ein Overnighter, wenn ich draußen bin, wo ich gute Ausrüstung dabei habe und die werden wir dann da verpacken, dass du das ein bisschen besser zuordnen kannst, das Ganze, wie das da drin ausschaut dann und wie der Zugang ist dazu, wie man es wieder rauskriegt, wo es die Vorteile haben, wo es die Nachteile sind oder umgekehrt. Das schauen wir uns jetzt an. Ich richte jetzt ein bisschen was her hier und dann schauen wir uns das an. Hier habe ich mal eine Ausrüstung hergekriegt, quasi die, wo ich jetzt heute mitnehmen würde. Bei dieser Witterung draußen, es ist nicht mehr so kalt, von dem her kann ich auf ein bisschen einen kleinen Schlafsack zugreifen, aber ich kann meine Schlafsäcke auch alle so klar fast komprimieren. Ich habe verschiedene Kompressionssäcke dazu und da kann ich das machen. Ich habe einen Isomatten-Schlafsack, ganz kurz gehen wir es durch, Kissen, dann eine Isomatte nochmal für die Luft zum Drauflegen, Werkzeug, ihr wisst so, mein Cookpouch und da ist alles drin, vom GSI-Kessel und so weiter, hier Pfanne, Bushbox und so weiter, Sitzkissen, Räucherbedarf, First Aid, Tab, Axt, Messer, Säge. Das ist jetzt das, was ich dabei habe und für einen Hund habe ich hier auch noch eine Decke. Das ist aber so, dass ich die immer irgendwo außen dran mache. Das ist bei beiden dank dem Maule-System null Problem. Man kann das überall dran machen. Man kann es mit den Haken hier dran hängen oder mit Expander, je nachdem. Ah, kurzen Schluck. Und jetzt mache ich es einmal so, dass ich die Rucksäcke hier aufmache, weil dann sieht man gleich mal im Vor- und Nachteil von den beiden, je nachdem, wie man es sagt. Es sind beide sehr gut für das. Wie gesagt, es sind Toploader. Man kann oben hier rein. Das ist kein Problem. Und der Savotta ist erweiterbar. Das habe ich ja gesagt, das zeige ich euch noch schnell, was wichtig ist. Man kann den Deckel anheben. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, aber man kann ihn anheben und das Ganze dann erweitern. Da ist eine Schneeschürze drin, eine hübsche große sogar. Die geht dann rauf. Perfekt. Soweit ist er noch erweiterbar. Von dem her kann man ein bisschen höher rauf und nicht in Breite. Das finde ich sehr gut. Savotta hat hier in dem Bereich auf der linken Seite einen Reißverschluss, der schon wieder mal falsch zu ist. Gut, das ist zack. Der Reißverschluss sollte immer oben sein, nicht unten. Warum? Weil wenn der Deckel drauf ist, ist hier zu.
Und wenn hier der Reißverschluss unten ist, sammelt sie das ganze Wasser und dann geht sie irgendwann mit Wasser rein. Das wird aber bald ändern. Okay, man kann hier von der Seite rein, das ist gut. Man sieht, ich habe hier ein bisschen was rein da, Tannnetze. Das ist ein bisschen voluminös ist. Und es ist ein Haufen Dreck drin, aber der muss drin bleiben. Der geht nicht raus, das ist wichtig. Okay, so schaut es hier beim Savotta aus. Schauen wir uns ganz kurz einmal den Berghaus an. Der hat bei Weitem das bessere System, was auch wieder einen Nachteil hat, weil natürlich auch sehr viel Reißverschluss dran ist, was jetzt ja auch Kältebrücken sind, Nässebrücken. Und im Alter kann er kaputt gehen. Dieser Reißverschluss hier, den nutze ich sehr selten, muss ich zugeben. Den seitlichen Eingang von Savotta ist cool, aber es gibt eine bessere Lösung, und zwar dieses System hier. Und ich schaue, wo da der Reißverschluss ist. Da ist er richtig. Man macht das Ganze einfach hier auf. Dann kann man hier rein. Sechs Test. Das ist, da kann man schön ins Body rein. Und so. Das ist geil, also das ist mega System. Man kann hier alles raus. Wir haben einen Schlafsack eingesteckt. Und so schaut das aus. Das ist richtig geil. Also das nutze ich, wenn ich den dabei habe, immer. Man legt nach hin. Man hat absolut geilsten Zugriff auf alles. Das ist ein riesen Vorteil gegenüber Savotta. Jetzt ist es so, ich fange mal mit dem Berghaus an. Ich werde ihn jetzt einmal beladen. Und ich lasse dann auch offen, dass das auch seht, dass das hier alles reingeht. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und dann werden wir den Savotta einmal noch testen. Wenn der jetzt gepackt ist hier, der Berghaus, wir werden ihn einmal anlegen. Und kurz einmal schauen, wie man das einstellen kann, was ich gesagt habe. Weil ich will nicht auf alle Sachen eingehen, wie jetzt zum Beispiel diese Riemen hinten für eine Stockhalterung. Das sind so Sachen, die wohl jetzt nicht unbedingt wichtig sind für so ein Video. Man kann jetzt auch sagen, hier zum Beispiel ist ein Netz drin, das werden wir uns noch einmal kurz anschauen. Das kann man rausnehmen, das Ganze, und kann man es hier einklippen. Und somit hat man ein Helmnetz. Das kennt ihr mit Sicherheit, also da kriegt man locker so ein Kissen ein oder man kann auch einen Schlafsack außen tragen. Das ist kein Problem. Das ist hier schon mit eingearbeitet im Deckel. Seht ihr es hier? Das ist richtig cool. Das ist auch dehnbar, das Gummi. Das ist richtig cool, da kann man es drauf machen. So, aber jetzt packe ich ihn einmal schnell. Ihr seht gleich mal hier den Vorteil vom Berghaus, das ist natürlich absolut genial, wenn man hier überall rein kann, das Ganze, kann das Ganze hier dann auch noch komprimieren. Also das ist wirklich ein System, was ich mir beim Savotta auch wünschen würde, weil man das auch wirklich nutzt. Also das ist wirklich absolut mega genial. Und ich habe alles reingedrückt, bis auf das hier, habe ich ja gesagt, das kommt draußen dran. Und wenn es regnet, kann ich den Regenschutz drüber tun. Und ihr seht, man hat optimalen Zugang. Also das ist wirklich gut ausgereift. Okay, gepackt ist er. Wasserflasche, wenn Sie vielleicht denken, wo hat er die? Sein Fellflaschenset, das kommt ja immer an. Gut, unten dran, wo es hier beim Berghaus ein bisschen problematisch ist. Das ist ein kleiner Nachteil. Hat man nämlich hier beim Savotta auch Molle drin. Und das ist gut. Da ist das Paul-Webbing-System, nennen sie sich da. Da ist jetzt drin. Das sind immer so ganz Kleinigkeiten. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist der Berghaus der weiterentwickelste. Nennen wir es einmal so, nicht ausgereifteste, sondern der am weiteren entwickelt. Man sieht es hier an den ganzen Einstellmöglichkeiten, an dem System, wenn man das Netz drauf macht. Wie die Gurte hier sind, diese Kompressionsgurte hier an der Seite, wie das Einstellteil vorne ist zum Beispiel, dass man hier vorne den Gurt richtig einstellen kann. Das sind so Kleinigkeiten auch hier, dass der Brustgurt vorne gefedert ist. Das ist zum Beispiel beim Savotta nicht der Fall. Also hier, der ist nicht ja, irgendwie dehnbar, sagen wir so. Das ist nämlich sehr wichtig. Also ich brauche das sehr gerne. Ich will vielleicht dieses System hier dann da drauf auch, weil man das ganz gut so sagt. Also er ist schon am weiterentwickeltsten, ist da der Berghaus, auch vom Verschlusssystem her. Aber das schaut euch alles selber an in der Videobeschreibung. Und man sieht einfach, das ist ja beim Savotta alles sehr einfach gehalten. Was nicht schlecht ist, weil meiner persönlichen Meinung nach der Savotta der langlebigere Rucksack ist. Also wenn ihr mal von einem von den zwei trennen müsst, dass er mir von diesem hier drin. Obwohl der geil ist, oder ein super angenehmes Tragesystem, sind ungefähr relativ gleich, nur die Gurte hier, die ja, Tragegurte, sind weitaus gepolstert. Also die sind viel, viel weicher, wo es nicht heißt, dass sie besser sind, weil beim Savotta sind die sehr stramm.
Da geht es erst bei einem Grenzjäger L los, dass die gepolstert sind. Und ich kann sagen, wenn wir diesen hier trocken, wir werden jetzt kurz mal messen, wie schwer das ist. Wiegen, nicht messen, wiegen. Und da ist so, dass das angenehm ist. Also ich mag das ein bisschen, dass das nicht so gepolstert ist. Sonst habe ich immer das Gefühl, dass der Rucksack ein bisschen Spiel hat hinten bei Gewicht, sagen wir jetzt bei 17, 18 Kilo. Und das mag ich persönlich nicht so gern. Da macht man es dann wieder zu straff dann, das ist auch nicht gut. Das ist bei dem erfahreneres System, also muss ich wirklich sagen. So, und jetzt werden wir den einmal raufschneiden. Wie versprochen, gewogen 11,8 Kilo, dann kommt noch Wasser hinzu und so. Dann werden wir jetzt auch mit der Matten und so wahrscheinlich so 15, 16 Kilo kommen. Das ist eigentlich so, was man dabei hat. Das ist das Normale, man kann natürlich auch weniger dabei haben. Das ist hier selbst überlassen. Okay, das legen wir nochmal an. Das Anlegen funktioniert schon mal sehr gut für den Rucksack. Ich schaue, dass ihr da was seht. Und ihr seht, diese Gurte sind sehr ergonomisch geformt. Nennen wir es einmal so. Ist ja ganz gut so. Aber da ist immer so, dass man das probieren muss. Also man kann nicht einfach einen Rucksack kaufen und hoffen, dass der passt. Man sollte ihn wirklich auch probieren. Man sieht beim Berghaus dieses System zum Einklicken und hier zum Anziehen. Das ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es ist wirklich gut, auch zum Öffnen. Top, wirklich top. Da hat der Savotta ein bisschen das Nachsehen. Und auch diese ganze Einstellerei von allen, sei es vom Gurt her, die zwei Gurte, von allen, von der Lastenverteilungsgurte oben. Man kann hier so viel einstellen bei dem Teil. Das ist wirklich top. Er sitzt bombenmäßig fest hinten drum. Leichtes Spiel da oben. Also man merkt, das Gewicht kommt auf die Hüften bei mir, liegt aber daran, da ich weiß, wie man einen Rucksack packt. Dann ist es das nicht, dass der irgendwie rumeiert hinter oder was, sondern der hält einfach. Und das ist dann immer richtig fest. Aber Rucksack sollte ja auch nicht zu stramm festgemacht werden. Also das, wenn man zuzeigt hier, wie irre, nur dass er am Körper ist, ist schlecht. Das kann man oben ausgleichen dann, je nach Gelände, wie man geht, nach unten oder nach oben. So, seht ihr diesen schönen Rucksack? Traumhaft. Auch das Ablegen, wunderbar. Man macht hier auf. Also es funktioniert alles schön. Seht ihr das? Das funktioniert wirklich top. Schauen wir uns das kurz an, wenn man aufmacht. Wie gesagt, Frontloader, man kann von oben rein. Seht ihr das? Schneeschürze weg und man kann jetzt hier rein. First Aid oben oder immer griffbereit. Zack. Oder halt in dem Fall ist bei dem Rucksack das Geile. Rucksack hinschmeißen, aufmachen und los geht's. Das ist einfach Wahnsinn. Also von dem her ist der, wie gesagt, ein bisschen ausgereifter, ein bisschen weiterentwickelter. Nur vom Tragen her kann ich persönlich sagen, wenn ich diesen hier lang trage, er tragt sich, es ist jammern auf hohem Niveau, aber er tragt sich ein bisschen schwammiger wie dieser. Der ist ein bisschen direkter am Körper dran, also den hat man mehr. Man wird irgendwie eins mit dem Rucksack. Das Gefühl habe ich da jetzt noch nie so richtig gehabt, dass der Rucksack Teil von mir wird. Man merkt immer, es ist ein Rucksack dran. Und beim Savotta ist es irgendwann weg, weil es halt einfach so brutal einfach gehalten worden ist, das Tragesystem, und einfach altbewährt. Ihr seht hier, wie ich gepackt habe. Also es ist wie Tetris eingepackt. Ich habe wirklich alles eingepackt, was ich hier da drin gehabt habe. Das ist wichtig und ich kann es einpacken mittlerweile sehr gut. Okay, dann hat das angeräumt jetzt aus. Bauen wir uns einen Savotta rein und schauen wir uns den einmal an. Wer sich von diesen zwei Rucksäcken nicht ganz sicher ist, weil er einfach 1,90 groß ist oder so, weil ich sage, der Savotta ist für große Leute ab 1,90 nichts mehr, Jungs. Da ist der besser. Man hat hier wirklich das bessere Einstellsystem. Beim Savotta ist da fast gar nichts vorhanden, da muss man wirklich auf den Grenzjäger L gehen. Aber ihr seht es auch hier, man kann den Abstand zum Beispiel von der Gurte zum Rücken. Das ist einfach genial. Also ich nutze sowas und man merkt riesige Unterschiede. Gerade wenn man weite Strecken geht. Das ist wirklich super. Okay, abschließend jetzt noch schnell ein paar Worte, weil man kann ja jetzt wahnsinnig viel erzählen, wie viele Fächer das er hat und bla bla bla. Sie haben innen beschichtet auf jeden Fall. Es ist ja nass eingegangen, ein bisschen bei jedem schon, weil wenn es den Dauerring geht, muss den Regenschutz drüber ziehen. Das habe ich nicht. Also ich habe Schauern da, sogar da unten ein paar von Tasmanian Tiger und so, aber ich brauche das eigentlich nicht, weil du musst wirklich in strömendsten Regen gehen, das ganzen Tag, dass da wirklich nass reingeht. Machen es wirklich beide gut. Das Savotta ein bisschen besser noch wie der Berghaus, aber beide top. Also auch der Deckel oben groß genug, dass er alles sich schützt und so. Und ihr seht es, oder ihr seht es auch nicht so genau, dass hier noch keine Mangel- oder Verschleißerscheinungen da sind.
Obwohl, das sind schon relativ häufig, hört man mal. Auch mit viel Gewicht. Also, ein toller, toller Rucksack, wo sein Geld wert ist. Okay, dann schnell ist der Mörder, dann sind wir hier durch. Jetzt werden wir den Sabotan abpacken, packen. Und da werdet ihr jetzt gleich mal den Unterschied sehen. Das ist alles da drin. Da wird es doch schon ein bisschen schwieriger, weil der natürlich 22 plus 6 hat. Also werden wir wahrscheinlich weit auffahren müssen. Jetzt werden wir meinen, man kann jetzt hier das Packen anfangen, ist ein Scheißdreck. Es ist ein Blödsinn. Man kann es ja, aber man sollte schon wirklich stapeln drin. Denkt einfach, wenn ihr einen Rucksack packt, wie geht es? Eine und schaut, dass die Pouches so kauft, dass die quadratisch sind, eckig. Das geht jetzt auch noch nicht so rund. Das ist einfach ein Blödsinn. Aber der Schlafsack findet eh immer ein unten rein. Und von dem her, ja, ist das ein bisschen ein blödes System. Es ist ganz gut, wenn man am Lager ist oder Brotzeit macht oder was, muss schnell was reinholen. Das liegt unten, dann kann man da auch schnell rein. Das ist gut, aber man sagt, ich nutze es fast nie. Beim Berghaus, das nutze ich immer. Das ist einfach diese Anwendererfahrung, was ich sage. Weil jeder kann erzählen, oh, top, super System in dieser Preisklasse, den Rucksack gibt es nur bei dem. Aber wirklich Test haben sie noch nie. Das ist, man sollte einfach das sagen, was man für Erfahrungen sammelt. Und nicht, was man liest in der Anleitung. Da ist jetzt schon einmal das Problem, ist jetzt auch nicht. Aber es ist halt einfach, man muss jetzt hier einen Toploader fahren. Oben rein das Ganze. Und man muss sich da wirklich ein wenig spielen, dass man das alles ausbaut zum Beispiel. Ich mache ja immer gern meine Isomatten dann aus Rückenpartie zusätzlich, dass das geschützt ist. Dann droppt das ja noch schöner. Dann kann man das Gewichtszahl anpassen drin. Dann hat irgendwie eine Führung, wo man das eingibt. Okay, ich will ihn jetzt packen. Wiegen brauche ich nicht, der wird das gleiche wiegen. Und dann schnallen wir den einmal auf. Er ist jetzt nicht 110% gepackt, wie ich es normal mache, aber ich habe es immer alles eingestopft. Und ihr seht, sie braucht diese Erweiterung schon. Die brauche ich einfach, weil der vom Packvolumen her einfach ein bisschen kleiner ist. Noch da oben die Schnellschürze. So. Da oben meine Kissen drin, dass ich das dann mal zuziehen kann. Das ist was für ein Sabotan, was jetzt ein bisschen schwerer geht, aber es ist einfach, ja, haltbar. Okay, ihr seht, man kann noch ein bisschen rauf, aber das ist jetzt auch kein Problem. Man macht jetzt hier einfach zu und schnürt das Ganze hier runter. Seht ihr das? So schaut das beim Sabotan hier aus. Okay, das ist auch nicht 110% das klar. Aber man merkt sofort, dass der nicht so schön gepackt ist wie der andere. Also im Berghaus kann man einfach wunderbar packen. Also das ist ein Traum. Da packe ich den Rucksack auf 5 Minuten für eine Tour und da brauche ich dann 20 Minuten. Es ist wieder so. Also man könnte jetzt hier von der Seite rein, schon kein Problem, funktioniert auch ganz gut. Wenn man aufmacht, einen Reißverschluss und fertig. Man kann aber auch diese Gurte hier dann quasi verlängern. Das nutze ich sehr häufig und tue mal zum Beispiel diese Hundesaft hier drauf. Kann sauber fixieren das Ganze, dann hält das auch bombenfest. Das ist kein Problem. Schnürt es dann einfach wieder zu. Und fertig. Er hat auch hier sich eine Stöckchengurte und so. Wer es braucht, die braucht es nicht. Hat Taschen an der Seite, wo extrem wichtig sind. Also das ist für mich sehr gut. Und auch Mole-System ausreichend. Oder Paul Webbing in dem Fall. Und somit kann man hier dann seine Axt eingeben, seine Säge eingeben. Man kann alles zusätzlich noch sichern. Ihr seht ja meine Videos, das ist wirklich brutal nutzen. Tragesystem hinten, also ich habe hier nur eine Tasche dran. Die kann ich ausfahren, das ist eine Munitionstasche, aber da kann ich wieder etwas sammeln. Das Tragesystem ist einfach können. Ganz einfach. Da ist überhaupt nichts Spezielles dran und ich fahre jetzt zum Einstellen. Man kann hier einstellen, man kann den Brustgurt ein bisschen verstellen, man kann den Beckengurt leicht einstellen. Er scheint manchen ein bisschen so, ja, ich weiß es auch nicht, ist nichts Gescheites. Es ist was Gescheites. Es ist wirklich gut. Es ist, ja, es gibt bequemere Rucksäcke, ganz klar. Aber das ist einfach so ein Kompromiss zwischen allen. Das ist einfach so ein Anwenderrucksack. Einfach ein Rucksack für Jäger, für Buschkräfte. Für Sicherheit ist der gedacht. Natürlich der Wanderer, der mag jetzt dann natürlich dann ein anderes System, ein V-System oder sonst irgendwas mit 1000 Netze drin. Ist ja auch sinnvoll dann, ist ja auch nicht schlecht. Aber für unseren Gebrauch ist das. Und der wichtigste Punkt ist einfach von beiden Rucksäcken her, dass sie haltbar sind. Sie sind zwar teuer mit 200 Euro circa, aber man hat einfach einen Rucksack, den man sein ganzes Leben hat. Den,
definitiv länger, glaube ich, wie ein Berghaus. Ein Berghaus kann mehr kaputt gehen, da kann ja fast nichts kaputt gehen. Und jetzt legen wir nochmal an. Ich hoffe, dass mit der Beleuchtung wieder passt. Ich habe jetzt hier kein wahnsinniges Filmstudio nicht, sondern einfach ein bisschen ein Licht aufgebaut, wie halt normal. Okay, das legen wir nochmal an. Man merkt sofort, also ich merke das sofort, es ist ein strammer Bursch. Das merkt man, er ist stramm. Aber ich habe noch nie irgendwie Blasen gehabt, da, mal dass ich rot war oder so von längeren Touren. Oder dass sich die Haut irgendwie die Pusteln gebildet haben, die wo dann einfach die Poren keine Luft kriegen. Und das kann bei jedem Boxer so passieren. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Okay, das habe ich natürlich hinten wieder zugemacht. So, ist aber auch kein Problem. Und ihr seht, es ist ganz einfach gehalten hier. Man gibt es rein, man kann es auf zwei Seiten zuziehen. Man merkt sofort, da ist der Berghaus ganz klar vorne. Definitiv, obwohl das auch ein ausgereiftes System ist. Und diese Schnallen haben brutal. Da kannst du mit dem Auto drüber fahren, es passiert nichts. Du gefrierst das Eis, 20 Grad minus, fährst mit dem Auto drüber, es passiert nichts. Mir ist noch nie eine gebrochen, noch nie. Okay, oben Beckengurt, der ist zumindest einstellbar, wenn man rausnimmt über das Mole-System. Aber da merkt man sofort, es ist straff. Ich wäre sehr froh, wenn das ein bisschen nachgibt. Weil ich habe gerne meine Hände beim Gehen hier drin und unterstütze das Ganze, indem ich es nach vorne, nach unten ziehe. Je nachdem, was für Richtung das ich gehe, bergauf oder bergab. So schaut das aus. Es ist einfach ein stinknormales System. Man hat seine Lastengurte oben noch und das war's dann. Also da, sonst gibt es da nichts. Also, gehen wir es nicht hin, aber kann man ein bisschen zurückziehen. Aber man merkt halt einfach, der sitzt halt einfach. Das ist halt einfach. Das ist erst so, als wenn ich keinen Rucksack drum habe. Das ist einfach, mir halt ein bisschen was. Das ist ein angenehmes Gefühl. Also ich mag das Harte, das Grobe, das mag ich ganz gern. Weil der andere ist mir fast ein bisschen zu weich und da wackelt dann nichts. Also du kannst wirklich dann auch mal nach vorn gehen oder so. Was dann bei vielen Rucksäcken passiert, dass er nachher rutscht, zeigt sich das, der rutscht überhaupt nicht. Das ist einfach eine Bombe, der Rucksack. Okay. Sonst kann ich eigentlich jetzt nicht mehr viel erzählen. Man kann ein Review draus machen und alles ganz genau erklären, aber um das geht es nicht. Es geht einfach um das, welcher Rucksack ist jetzt meiner Meinung nach besser. Ich finde den Savotta besser. Der Berghaus punktet mit ein paar krassen Sachen, also zum Beispiel diesen Deckel und auch die Einstellmöglichkeiten. Das ist das klassische Remodell. Das ist einfach ein Klassiker, bleibt ein Klassiker, wird immer Klassiker bleiben. Also das Berghaus auch. Es ist schwierig für mich, dass ich sage, okay, der Berghaus ist jetzt schlechter, versteht ihr das nicht falsch? Es ist meine persönliche Meinung, weil ich das so empfinde. Jetzt habe ich einen anderen, der ist 3 cm größer, breiter, der sagt wieder, nee, also der ist besser. Vor- und Nachteile, definitiv. Aber ich bin einfach Savotta-Fan, also absolut, und würde ihn auch nicht mehr hergeben. Diesen hier werde ich mich höchstwahrscheinlich trennen, weil ich einfach die anderen Savotta-Modelle noch habe und ich nicht so viele Rucksäcke brauche, sondern einfach erfahrene, erprobte Ausrüstung nutze. Würde ich wahrscheinlich schon ein paar Mal ausführen, noch mal schauen, weiß ich nicht. Also wer sowas kaufen mag, bitte nicht schreiben, sondern schaut öfter auf meine Homepage. Da ist dann immer oben ein Feld, da kann man eigene gebrauchte Ausrüstung und da gibt es zur Zeit immer was. Da sind dann wieder auf einmal 50 Artikel drin und meistens sind es auch 24 Stunden ausverkauft und sind manche Artikel ewig lang drin, je nachdem. Also keine Reservierung, keine Anfragen bitte. Also das mache ich nicht. Also das ist mir dann ein bisschen zu aufwendig. Wenn da 1000 Leute schreiben, der mag das. Das geht nicht dann auch mit dem Warenwirtschaftsprogramm und alles. Es läuft ja alles gewerblich. Okay. Ja, ich hoffe, dass ich den ein oder anderen ein bisschen helfen Kind habe. Es war ein relativ kurzes Video, meiner Meinung nach. Ich habe hier einen Tee, der ist zumindest schon kalt jetzt. Und im Geheimen natürlich ein Bier versteckt, klar. Der Feierabend halbe, aber da muss man ja vorsichtig sein, wo es man trinkt, weil man sollte am besten diese Flüssignahrung trinken, was da überall gibt, wo jeder macht. Ich persönlich schwöre auf diese Flüssignahrung, wenn ich auf Tour bin, habe ich ein halbes Bier dabei. Das ist tausendmal besser wie der andere Schmarrn, aber sehen wir uli anscheinend ein bisschen anders, nur ein paar Leute. Okay, hat mich gefreut, war für mich eine geile Sache. Ich kann 6 Stunden über die 2 Rucksäcke erzählen dann genau, aber das Wichtigste habe ich, glaube ich, angesprochen, einfach ein bisschen. Und wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald wieder auf Touren. Geht jetzt langsam wieder los.
Viel Spaß auf meinem Kanal und schaut auf meinem Gear-Kanal vorbei und eventuell auf Instagram, da gibt es eigentlich immer die meisten Informationen, auch ein bisschen privatere Einblicke, also privatere. Okay, Weitler sagt Servus, Wotan habt ihr da unten wahrscheinlich gar nicht gesehen, der schläft in seiner Bude drin. Da ist übrigens im Wotan seinen Haupt schon hergekriegt, da kommt auch einiges Cooles auf euch zu. Bis zum nächsten Mal, fertig.